Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der SIKO-Modellvorstellung. Und wie man schon erkennen mag, geht es heute. Erkennen mag, man weiß es nicht. Aber es geht auf jeden Fall um Lamborghini Murcielago. Ich weiß jetzt nicht, ich habe es sehr wieder falsch ausgesprochen, aber ich lüge jetzt eigentlich auch nicht. Das ist, glaube ich, wir sind halt immer noch in den vorproduzierten Videos, dies, das. Das ist auf jeden Fall das erste, was rauskam, glaube ich, und das der zweite. Ja, genau. Ich stehe jetzt nochmal, damit ihr wisst, was es ist. Wir haben. Wo ist hier bitte das? 580 PS, 6200 Liter, 6,2 Liter Hubraum. Wir haben 331 km/h Topspeed und 5400 Umdrehungen maximal und 12-Zylinder-Motor. So, würde ich mal von vorne anfangen. Wir haben hier erstmal. Ach Mann, na, es fokussiert da hinten. Hallo, fokussiert das hier bitte. Please. So, wir haben hier zum einen mal den Sieg. Den Sieg. Nummernschild. Sieg 278. Dann haben wir halt hier Lufteinlässe rechts, links. Wir haben hier das Lamborghini-Logo. Dann haben wir hier extrem riesige Lampen. Aber die sind tatsächlich auch sehr groß bei dem Murcielago. Er ist auch ein bisschen auf Spider ange. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht. Muss doch auch als Dingens gegeben haben. Als Coupé oder so. Egal. Wir haben halt lange Windschutzscheibe. Wie nicht so lange Motorhaube, aber das ist ja eh der Kofferraum eigentlich. Dann haben wir von der Seite sehen wir auf jeden Fall nochmal sehr, dass es. Was ist denn heute mit dem Fokus los? Dass es ein Lamborghini ist. Kanten überall hier drin, an der Tür, hier unten rechts, hinten sieht auch. Und hier vorne sieht auch sehr nach einem Lamborghini aus. Wir haben hier schwarze Felgen, fünfspeichig. Finde ich sehr geil. Schwarz-Weiß-Kombi ist auf jeden Fall on point. Dann haben wir halt hier das Interior. Ich glaube, ihr seht halt trotzdem nicht sehr viel, aber ich kann euch sagen, ja, doch könnte passen zu dem Modell. Bin mir aber jetzt auch nicht so 100% sicher. Hier haben wir auf jeden Fall noch drunter quasi den Motor. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier tatsächlich was erkennt. Ja, Sitze, klar. Sonst eigentlich auch nicht sehr viel Besonderes. Dann können wir uns mal noch von hinten an das Fahrzeug nähern. Wir haben halt hier nochmal den Lamborghini-Schriftzug. Wir haben hier nochmal das Nummernschild. Ich weiß nicht, was das hier ist. Oh, ist das der Auspuff? Ich habe jetzt sonst gar keinen anderen gesehen. Könnte sein. Wir haben halt hier auch diese riesigen Rückleuchten. Ne? Was echt sehr insane ist. Das müsste ja auch nochmal Lüftung sein. Ja, und dann auch nochmal typische Form vom. Von einem Lamborghini, vor allem halt von einem Murcielago. Dann haben wir hier noch den Tankdeckel und sonst auf der Seite auch nicht viel anders als auf der anderen Seite. Farblich gesehen auf jeden Fall mit dem Schwarz-Weiß, also kann man eigentlich immer nie was verkehrt machen. Nice Kombination der Farben und ja. Dann schauen wir uns mal noch das neuere Modell an. Wir haben hier erstmal prinzipiell dasselbe, halt nur in komplett grün, in wirklich komplett grün, sieht auch super nice aus. Wir haben hier komplett silberne Felgen, finde ich, naja, passt irgendwie in der Farbkombination nicht so geil dazu. Irgendwie sind die Räder auch kleiner, kann das sein? Da kommt mir nur kleiner vor, aber ja, Farbkombination, ich weiß nicht, was das sein soll. Also finde ich, passt halt überhaupt nicht. Wenn man sie normal grau gemacht hätte, ja, okay, dann sage ich noch, geht klar. Oder schwarz wäre halt insane gewesen. Aber hier bei dem Silber passt in meinen Augen jetzt nicht so krass. By the way, ist dann auch noch hier natürlich die Spiegel, die habe ich hier völlig aus. Wir haben ja auch tatsächlich andere Felgen, die so eher zehnspeichig sind. Also so wie U's drin haben, so 5 Stück. Felge an sich, cool. Farbe, nee. Irgendwie kann man das, finde ich, nicht so geil machen. Aber naja.
Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine anderen Videos auf dem Kanal verpassen wollt, sei es Modellvorstellungsvideos oder Gaming-Videos, dann abonniert gerne den Kanal. Und dann bin ich raus und tschüss.